Ja, nun wusste heute. Naja, schon. Wir haben eine Depesche, in der die Sache erklärt ist. Wir sind gegen das Bettelverbot, weil wir finden, jeder soll sich auf seine Weise ausdrücken können. Und was ich persönlich jetzt sehr traurig finde, ist auch, dass dieser touristische Faktor, der Bettler, dieses folkloristische Potenzial quasi, das da drinnen steckt, so völlig unterschätzt wird. Ne? Hat ja auch was Malerisches. Und eben, hat ja der Depesche da, wir möchten auch die Linzer Bevölkerung, die sich von den Bettlern belästigt fühlt, ein kleines bisschen dadurch entschädigen, dass wir aggressiv Geld verteilen werden, jetzt dann in ein paar Minuten. Um einerseits den Menschen was zurückzugeben und andererseits wollen wir uns wirklich eben für die Bettler einsetzen. So nach dem Motto, wo viel Licht ist, muss auch viel Schatten sein. Wenn wir die Bettler leben lassen, heben wir uns als Freunde des Wohlstands natürlich auch umso glanzvoller davon ab. Also ist es auch in unserem Interesse, dass es Bettler geben soll. Ja, wir haben uns Nachdem die Linzer Geschäftsleute und Gewerbetreibenden bei der letzten Bettelverbotsdiskussion ist das auch wieder sehr schön herausgekommen. Die haben ihre Existenz fürchten müssen, haben die Freunde des Wohlstands, die ja auf Charity-Aktionen sehr viel Wert legen, beschlossen, die durch Bettler ins Elend gestürzten Linzer Geschäftsleute mit einem Haufen Geld zu entschädigen. Wir haben es ja und wir geben gern. Für den Landtag, denn der hat es bitter nötig.